Hallo, willkommen zurück. Ich hoffe, der Teil, ich habe noch nicht geguckt, war jetzt nicht so lange. Andernfalls werde ich den, wie gesagt, schneiden und dann gibt es halt eben wieder zwei Teile oder mehr oder keine Ahnung, wie viele Teile ich jetzt hier heute aufnehme. Wir haben im letzten Teil diese nette kleine Bombe hier auf den Schlitten gelegt und ich könnte mir vorstellen, dass wir, so wie sie aussieht, würde sie jetzt nach links schießen. Statt nach rechts. Das ist irgendwie komisch, aber okay. Ich bin gespannt, was jetzt so hier passiert. Die Schubkarre schon wieder? Hä? Okay. Ich muss uns beide hier schnellstmöglich rausbringen. Hm. Der Transportschlitten läuft über eine Schiene an der Decke. Wo ist denn mein Feuerzeug? Ich muss uns... Hallo? Ich kann gar nicht mehr wechseln. Die hat noch mein Feuerzeug... Oder hat die mir das wiedergegeben? Nein, hat sie nicht. Die Olle hat noch mein Feuerzeug. Oh, Leute, das kann jetzt nicht wahr sein. Na gut. Deckung, Gwen! Wie Deckung? Hä? Ist klar. Bist du okay? Alles in Ordnung. Hast du die Schatulle? Ja. Da vorne sind sie. Oh nein, sie kommen. Versteck dich im Wald, ich lenk sie ab. Stehen bleiben. Na, oh, toll versteckt. Na? No. Schnell, steig ein. Ach, Kind, was verstehst du bei von schnell nicht? Wo ist die Schatulle? Ich konnte sie nicht festhalten, aber dafür habe ich das, was drin war. Der schöne Käfer. Oh, guck mal, die Stoßstange vorne noch nicht mal verbogen. Was? Miese Schützen, diese Nazis. Ihre Tochter hatte leider nicht so viel Glück wie ich. Die haben sie mitgenommen. Ich wüsste zu gerne, warum. Wir gehen davon aus, dass sie direkt hinter den eisernen Vorhang geflohen sind. Mittlerweile sollten sie in Ost-Berlin sein. Und wie gedenkt der Mossad, meine Tochter da rauszuholen? Für den Mossad ist der Fall erledigt. Kessler ist tot. Was? Das ist nicht Ihr Ernst, oder? Ich sagte, für den Mossad ist die Sache erledigt. Nicht aber für mich. Es gibt da noch ein paar offene Rechnungen. Kesslers Schergen haben meine ganze Familie auf dem Gewissen. Unser Ziel ist also dasselbe. Wir sollten keine Zeit verlieren. Gut, holen wir Gwen zurück. Auf nach Berlin. Indiana Jones. Und, wie läuft's? Nur Bruchstücke, Erinnerungsfetzen. Nichts von Bedeutung. Dann erhöhen Sie gefälligst die Dosis. Dringen Sie tiefer in Ihr Unterbewusstsein ein. Sie wissen, welche Folgen das haben kann. Das Leben des Mädchens ist ein durchaus vertretbarer Preis für den Schlüssel zu unserem Sieg. Tun Sie das, was nötig ist. Ich erwarte Ergebnisse, und zwar schnell. Wie Sie meinen, Frau Genossin. Ah ja, ist das keine Mutter? Drittes Kapitel zwischen den Fronten. Brandenburger Tor. Ich habe interessante Informationen für Sie. Oh? Die Entführung des Mädchens geht nicht aufs Konto ehemaliger SS-Mitglieder, sondern auf das des KGB. Angeführt wurde das Kommando übrigens von einer Stasi-Agentin. Sie sollte von Kessler Informationen über ein Projekt der Nazis beschaffen. Wotan? Details sind mir nicht bekannt. Aber angeblich führen die Sowjets das Projekt fort. Und zwar in einer streng geheimen Einrichtung im Moskauer Untergrund. Und Gwen? Ich weiß lediglich, dass Ihre Tochter in diese Anlage gebracht wurde. Warum, kann ich Ihnen nicht sagen. Die CIA hat mehrere Zugänge zu dem Komplex lokalisiert. Einer davon soll sich unweit des Kremls befinden. Na gut, brechen wir auf. Wir? Sie kommen mit? Wollten Sie nicht nach den Mördern Ihrer Familie suchen? Schwierig, solange ich kaltgestellt bin. Aber falls ich herausfinde, was der KGB da in Moskau treibt, bringt mich das wieder ins Spiel und ich kann meine Jagd fortsetzen.
Außerdem möchte ich natürlich nicht, dass Gwen etwas zustößt. Okay, kann nicht schaden, eine Agentin an der Seite zu haben, wenn man sich mit dem KGB anlegt. Viel Glück. Sie werden es brauchen. Wo kommen bitte die ganzen Blätter her? Oh, es geht direkt weiter. War das eine 132? Anna? Verdammt, wo steckt sie bloß? Ich kann hier nicht länger warten, Gwen. Die Zeit drängt. Okay, das ist ein... Dank der Koordinaten des Agenten finde ich den Zugang zur Forschungsanlage auch ohne Annas Hilfe. Das ist ein Stumpfgleis, wie auch immer wir da jetzt hingekommen sind. Das heißt, hier muss irgendwo hinrangiert worden sein. Sehr interessant. Finde ich aber jetzt schön. Wir haben nämlich jetzt wieder den richtigen Handlungsstrang. Das heißt, wir sind in der Realität, in der Gegenwart. Nicht in irgendeiner Nacherzählung. Und das gefällt mir schon mal sehr gut. So, wir sind hier wieder unser Held, den wir aus dem ersten Teil kennen. Das ist der Zug, mit dem wir hergekommen sind. Es sind zwar nur Güterwagen, aber okay. Zur Stadt. Werkstatt. Ja, okay. Da gibt's doch... Der Schuppen ist verschlossen. Schade. Der Inhalt meiner Brieftasche ist wie immer sehr übersichtlich. Die Koordinaten für den Geheimgang zur Forschungsanlage des KGB und ein paar Notizen. Wenn ich das richtig entziffere, ist der Eingang unter zwei Särgen zu finden. Hoppla. Und wie viel Geld? Ein knitterfreier 10-Pfund-Schein. Ah, okay. Werkstatt. Der Schuppen ist verschlossen. Ja. Tja, na gut. Halten wir mal im Hinterkopf, dass wir da eine Werkstatt haben, wo wahrscheinlich Werkzeug drin ist. Den Koordinaten nach müsste es hier irgendwo sein. Knock. Potzblitz. Das Mausoleum auf dem Roten Platz. Darin muss sich der geheime Zugang zur Forschungsanlage befinden. Mist. Das dürfte dann doch deutlich schwieriger werden als erhofft. Aber mir bleibt keine Wahl, wenn ich Gwen retten will. Hier. Kiosk. Knock. Der hat sogar offen, oder? Da ist doch die Scheibe hoch. Und Dobry wieczer. Guten Abend, schöner Mann. Dobry, Warenangebot, Öffnungszeiten, auf Wiedersehen. Darf ich fragen, was Sie hier verkaufen? Nur Süßigkeiten, aber davon habe ich ein reichhaltiges Sortiment. Für wirklich jeden Geschmack. Bonbons, Gebäck, Lakritzstangen, Zuckerwatte, Eiskonfekt. Danke. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Da sind sie wieder, die Bonbons. Bei dem Angebot verliert man schnell den Überblick. Könnten Sie mir die Qual der Wahl ersparen und mir etwas empfehlen? Am beliebtesten sind wohl die Batonchiki, ein Konfekt, und Bryaniki, eine Art Lebkuchen. Sehr lecker schmecken aber auch die Bratäpfel, nach dem Rezept meiner Babuschka. Ich habe einen Bärenhunger. Geben Sie mir einfach alles. Allerdings kann ich Ihnen nur diesen 10-Pfund-Schein anbieten. Den nehme ich doch gerne. Leider kenne ich den Wechselkurs nicht. Ich auch nicht. Geben Sie mir einfach ein paar Rubel Wechselgeld. Wie großzügig. Spasiba. Hier, lassen Sie sich schmecken. Spasibo. Spasibo, ja. Ich muss mir mal ganz kurz... Das mundet in der Tat vorzüglich. Hunger ist eben immer noch der beste Koch. Genau, der isst jetzt... Ich muss mal eben meine Nase putzen. Moment. So, das musstet ihr nicht hören. Ihr müsst vielleicht hören, wie ich mein Handy umschmeiße, aber nicht, wie ich mir die Nase geputzt habe. Das muss nun wirklich nicht sein. So, also, Kiosk. Wir haben jetzt jede Menge leckere Sachen gekriegt. Jetzt Warteschlange. Kreml. Der Sitz der Sowjetregierung. Ich kann davon ausgehen, dass hier jeder Quadratzentimeter streng überwacht wird. Dann spielen wir besser mal möglichst überzeugend Tourist. Dort drin befinden sich die einbalsamierten Leichname von Lenin und Stalin. Und natürlich auch der versteckte Zugang zur unterirdischen Forschungsanlage, in die Gwen verschleppt wurde. Okay. Ganz schön was los. Ich stelle mich besser mal an und schaue mich drinnen ein wenig um. Oh, da links waren noch lustige bunte Türmchen. Halt! Bitte leeren Sie die Taschen. Keine Fotos, keine schweren Gegenstände, nichts anfassen. Wie Sie meinen.
Die Brieftasche können Sie behalten. Alles andere bekommen Sie am Ende des Rundgangs selbstverständlich zurück. Gehen Sie bitte weiter. Jede Gruppe hat für den Rundgang genau 2 Minuten. Was? Also erstmal die Frage, was sind wir denn bitte... 2 Minuten. Das macht meine Suche nach dem Eingang nicht leichter. Alter, dann ernst? Wo sind wir eine Gruppe und vor allen Dingen... Da steht, dass das dunkelrote Tuch mit Stern, Hammer und Sichel seit 1923 die Staats- und Handelsflagge der Sowjetunion ist. Schön. Ob davon auch dieser Ausdruck mit dem roten Tuch kommt? Ich habe keine Zeit hier. Mit der Kurbel werden die Flaggen aufgespannt. Nichts anfassen! Oh, Entschuldigung. Auch das gerade eben, dass das wieder so schön animiert war, das war auch wieder herrlich. Hallo, beeil dich mal ein bisschen. Die Genossen Lenin und Stalin. Unter ihren Sarkophagen soll der geheime Zugang zur Forschungsanlage des KGB sein. Mhm. Aber solange Wachen und Besucher zugegen sind, komme ich da nicht ran. Also Feueralarm auslösen. Rundgang fortsetzen. Hier hinten ist deutlich weniger los. Ah. Das schaue ich mir doch mal genauer an. Ui, 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 ui. Sie sitzen zu fest. Ui. Sie sitzen dahin, aber... Okay. Dann brauche ich jetzt erstmal etwas anderes, da hinten vielleicht? Alles voller Krümel. Gab wohl Kuchen oder Kekse in der Pause. Die Flagge vielleicht? Die sogenannte Siegesfahne der Roten Armee. Sie wurde am 1. Mai 1945 auf dem Reichstagsgebäude gehisst... Und ist somit ein Symbol für das Ende des Zweiten Weltkriegs. Das Problem ist, ich will mir das hier alles anhören und anschauen, aber ich habe keine Zeit. An dieser Winde fehlt die Kurbel. Ah, okay. Alles voller Krümel. Na, du... Dann beende ich mal meinen Rundgang. Nein! Oh. Des Kommunismus habe ich mein Eigentum wieder erwartend zurückbekommen. Ja, Pech. Wie soll ich nur ob dieser strengen Bewachung im Mausoleum den geheimen Zugang finden? Ich brauche das Messer. Also ob die 10 Pfund das wirklich da wert waren oder ob sie... Also ist die Frage, wer jetzt sein Geschäft gemacht hat. Oder? Bitte die Taschen leeren. Oh. Selbstverständlich, Genosse. Wieder das schöne Animierte. Da steht jetzt ein neuer. Mit dem ich aber immer noch nicht reden kann. Nur gucken. Nur gucken. Da steht... Genau, ich klicke den Typ hier an und Sarkophag. Also muss es irgendwas hier hinten geben, vermaledeit. Alles voller Krümel. Nein. Oh, Manu. Was soll ich denn hier machen, Mann? Dahinter ist ein ziemlich breiter Schacht. Vielleicht kann ich mich da verstecken, bis das Mausoleum geschlossen wird und dann in aller Ruhe den Geheimgang suchen. Aber dazu müsste ich erstmal das Gitter aufbekommen. Und zwar möglichst leise. Na. Sie sitzen zu fest. Sie sitzen zu fest. Dahinter ist aber... Dahinter aber... Sie sitzen... Dahinter ist aber Na. Dazu... Sie sitzen... Dahinter ist aber dazu... Ich muss dem Rundgang folgen, wenn ich wieder hinaus will. Das ist der Typ vom Eingang. Alles voller... Alle. Da. Na, hier ist nichts mehr. Kann ich mit dem... Mit der Kiosk? Hallo? Oh nein, er bewegt sich wieder nicht. Komm, na, wieso bewegt er sich denn nicht? Hallo? Wo ist deine unsichtbare Wand? Ach, ich liebe sowas.
Здравствуйте. Hallo. Haben Sie immer so lange auf? Da. So lange wie das Mausoleum. Die Besucher sind schließlich meine besten Kunden. Aber nur noch 2 Stunden, dann habe ich Feierabend. Das heißt, in 2 Stunden schließt auch das Mausoleum? Da. Wenn Sie sich das anschauen möchten, sollten Sie sich also beeilen. Gut zu wissen. Da heißt auf Russisch ja. Auf Wiedersehen. Das Vidanya. Das heißt auf Wiedersehen. Ja, ja, ich kann Russisch. Ja, ja. Der Sitz da... Manu! Das Messer gehörte meinem Bruder. Ich habe es immer bei mir. Ja. Leer. Übersichtlicher geht's nicht mehr. Rein damit. Aha! Jetzt haben wir's. Weil ich es leer gemacht habe. Ich habe mir selber ein Ei gelegt. Komm, jetzt. Ich... Gute Idee. Hm. Aber selbst die kleinen Münzen sind noch zu dick. Gute Idee. Dahinter ist ein... Aber dazu... Die Sarkophage mit Münzen abschmeißen. Dann der. Ich könnte mir vorstellen, dass ich die biegen muss. Nee, doch nicht. Das wäre so einfach, wenn wir das Messer hätten. Ein paar Rubel und Kopeken. Hätte ich vielleicht wieder eintauschen können. Ein kleiner, harter Lebkuchen. Das zähe Schokoladenkonfekt mag ich nicht. Der... Da passt nichts mehr rein. Rein damit. Natürlich, da passt nichts mehr rein. Das zähle... Ich leere die Briefe leer. Na! Übersichtlicher geht's nicht mehr. Der Lebkuchen... Rein damit. Da passt nichts mehr rein. Okay. Ich weiß zwar nicht, was wir... Ah, natürlich! Ah! Ja. Wir legen ihm das dahin, dann kann er was naschen. Ich... Der Soldat steht auf Süßes. Aber ich leg den Lebkuchen erst beim Verlassen des Mausoleums heimlich auf seinen Teller. Dass, wenn wir beim nächsten Mal reinkommen, das Messer behalten können. Der Teller steht zwar... Dann beende ich mal meinen Rundgang. ...anderen Seite, aber okay. So, wieder zurück. Halt! Nee. Das, da rein. Rein damit. So, jetzt. Und, hatte ich recht? Halt! Nö. Bitte die Taschen leeren. Selbstverständlich, genau. Okay. Oh ja, jetzt kann ich die Kurbel nehmen. Die Wache schaut nicht her. Das ist meine Chance. Ja, dann red nicht so lang. Kurbel und hier hinten weiter. So, jetzt können wir hier. Warte mal. Kann ich mir zwar jetzt nicht vorstellen, aber wir probieren es mal. Nein. Nimm es doch. Passt. Ich nehme sie wieder mit. Er hat den Lebkuchen komplett verputzt. Moment. Passt. Ja, und jetzt? Die sogenannte Sieg... Hä? Ich... Ein paar... Ja, aber... Maus, hallo. Zurück. Ja, aber Ich nehme sie wieder. Die Kurbel passt nicht in meine Brieftasche.
Warum kurbelt er denn nicht? Da, warum kurbelt er nicht? Alter. Ich nehme sie wieder mit. Freunde, mir ist es zu hoch. Die Zeit ist erreicht. Wir gehen jetzt hier raus und Ach so. Ja. Egal, es soll hier gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. NRW 18. Adieu.